haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Nur noch um die Ecke hier. Und dann müssen wir den grünen Punkt erreichen. Achso, wir möchten das Archaschinenbüro, was kein Büro laut meiner Erkenntnis ist. Was zur Hölle? Okay, rutsch einfach den Berg runter. Das war jetzt sehr eigenartig. Wenigstens springt dich hier niemand an, sobald du irgendwie rumrennst. Oder war das auch in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. In irgendeinem Spiel bist du rumgerannt und alle haben dich angeguckt. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Tatsächlich. Das sind nicht meine Pistolen. Das sind nicht meine Pistolen. Möchte ich mal erwähnen, dass das nicht meine sind. Ich hatte schönere. So, Principe, Principe. Nach Principe dürfen wir nicht schnell reisen. Principe. Dann reisen wir eben so wieder in die Nähe und dann segeln wir. Da sind irgendwelche Feuerfeste, aber da ich gerade so viel erkenne, muss ich das Spiel nochmal neu starten. Juhu. So! Ich habe jetzt auch einmal mein PC neu gestartet, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht ein bisschen besser funktionieren wird. Haupt, Bram und Marssegel heißen! Heißen. Es ist so komisch, den Aden nicht mehr da haben, zu haben, aber jetzt die M. Da haben wir immer noch Piratenverfolger. Apropos. Och, eine süße Brücke. Oh. Wir haben keine Mörser mehr. Ja, doch. Sir, von Steuerbord. Schiffswrack Überlebender. Was wo da? Gerettet. Was wo da? Okay. So, wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen. Jetzt aber los. Jetzt aber richtig. Oh, ein kaputtes Schiff. Das haben wir so. Weiß nicht. Aber ich habe keine Lust, da drauf zu gehen. Wobei, das ist auch sehr cool, dass man da wirklich auf diese kaputten Schiffe draufgehen kann und dann auch Sachen erbeuten kann. Aber wir brauchen ja nichts mehr, deswegen... Pff. Warum sollte ich? Why should I? Wow, ein Stoff. Uns fehlt immer noch irgendwie eine Schatzkarte, aber ich kann mir nicht vorstellen, wo die sein sollte. Entweder kriegt man die echt noch bei den Flottenmissionen da, aber boah. Wir haben ja eh beim Schiff alles aufgerüstet, wir haben beim Edward alles aufgerüstet, deswegen brauchen wir jetzt auch nichts mehr machen. Royal Miss Fortune. Miss Fortune. Miss Fortune. Ich hoffe, ihr wisst, was Miss Fortune ist. Wer Miss Fortune ist. Oh, was ist denn hier passiert? Hat Roberts alle umgenietet? Die Segel sehen ein bisschen komisch aus. Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort. Ach so, schön, schön, doch. Hä, hey, ich dachte, er hat ein Kriegsschiff gehabt. Oder sollen wir nicht aufs Kriegsschiff? Auf das Schiff? Ach. Was weiß ich? Ich blicke hier nicht durch. Hilf. Wir haben gar keine Wurfpfeile mehr. Ich sollte mich mal echt, wenn ich so eine Mission starte, mich irgendwie aufrüsten. Wo sind wir gerade? Ach, wir sind hier. Ach, da. Ja, ja, okay. Right. Hm. 2 von 8. Ach, das sind Roberts Männer. Das sind die. Aua. Hold that.
So gar nicht. Ich suche gerade andere Pulverfässer, deswegen bitte nicht wundern, wenn ich so verwirrt durch die Gegend renne. Hallo? Da sind welche. Laufen, 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 laufen. Vier von acht. Okay, wo ist das nächste? Wo ist denn noch ein Pulverfass? Und der, ich höre den Alarm läuten. Hier waren wir doch schon. Wo ist hier ein Pulverfass noch? Oh oh. Sie müssen anonym werden. Wo geht's denn hier überhaupt hoch? Da? Komm ich hier hoch? Lauf, 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 lauf. Nein. Der ist jetzt aber peinlich. Gehen die da auch alle hoch? Nee. Der eine wirft einen Berg hoch. Die Granate. Wie komme ich denn hier weiter hoch? So. Aua. Der hat sich selbst... Ist der doof, ey. Kann er hier den... Die bringen sich noch alle selber um, ich sag es euch jetzt. Der eine Intelligente. Unter Hunderten. Augenscheinlich. Da geht der Weg hoch. Den habe ich gesucht. Komm schon, die meisten Leute haben sich hier schon beruhigt. Ihr könnt euch auch jetzt alle beruhigen. Ich finde, es dauert sehr, sehr lange, bis man wieder anonym wird in dem Spiel. Das ist auch so ein bisschen das, was mich echt nervt. Aber jede KI muss hier erstmal noch suchen. Not like of yore, but a scrap of parchment warranted plundering. Wie komme ich denn jetzt auf den Weg da hoch? Oh, ein Schwein. So eine Dreckskacke. Ich dachte, das Schwein würde uns tarnen. Ach Mann, wieso kannst du denn kein Attentat? Ich verstehe es überhaupt nicht, wieso das Attentat jetzt nicht funktioniert hat. Ach, renn einfach weiter. Ach, hier sind so ein Pulverfässer. Oh, aua. Da sind noch Pulverfässer. Nein! Wann ist jetzt wieder? Jawohl. Jetzt kommen wir hier durch. Oh, der ist gar nicht tot. Jetzt aber. So. Hätten wir das. Jetzt können wir hier weiter hochlaufen. Ich habe gar nicht die kleinen Pulverfässer, habe ich gar nicht gesehen. Deswegen, also voll gut so. Ah, wer jagt mich jetzt? Sehe ich jetzt schon Gespenster? Oder die traurigen Überreste eines Mannes, den ich in die Hölle geschickt hatte? Hat sie mir lay by.
Tja. Not like of yore. A scrap of parchment worth nothing more. Here somewhere. Yeah, that is Mogelai. Run! Die! Stop that man! Ha! Wie sie alle von der Bombe weggehen. Ich liebe Rauchbomben. Together, me toes. Kleiner, nerv nicht. Bist du doof? Kann man nicht anders sagen, aber bist du doof? So, wahrscheinlich müssen wir hier rein. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sollten wir weiterlaufen. Hoppala. So, der ist weggegangen wieder. Der ist doch bestimmt hier drin, oder? Nein! So eine Kackdreckscheiße. Ja, wie soll ich jetzt dem Schiff folgen? Das Ruder der Jackdaw übernehmen. Oh, ups. Achso. Wir hätten natürlich ein bisschen warten können, ne? Ja, ich beeile mich. Ich habe noch eine halbe Minute. Stress mich nicht. 20 Sekunden. Nee, ist klar. Sind bereit, Sir. Nee, ist klar. Da ist eine Sandbank. Bitte. Oh, Mann! Weich den Beschuss aus, Captain. Feuer! Ja! Ich frage mich nur, wo ich selbst hin soll. Hauptsegel reffen! Da ist schon wieder. Oh, ich liebe es. Segel rein! Bramsegel rein! Er hat uns voll erwischt! Nix. Wir treffen auf! Ändert den Kurs! Ja! Feuer! Bereit zu feiern! Feuer! Feuer! Mörserfeuer, Captain! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Feuer! Wir haben's fast. Feuer! Ich sage nur Mörser OP. Like hell. Habe ich keine Mörser mehr? Nein, sag mir nicht. Ich habe jetzt keine Mörser mehr. Ach, echt jetzt? Feuer! 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 Ich habe anscheinend Feuer! Wirklich keine Mörser mehr. Feuer! Sag ja, ich hätte mal. Mein Feuer! Gott, wie viele haben die denn noch? Feuer! So. Ich meine, die machen ja auch minimalen Schaden. Du verdenkst uns! Feuer! Schlag eingesteckt, Captain! Oh. Ich hab keine Mörser. Ne, ich hab wirklich keine Mörser mehr. Feuer! Wie kann dieses Drecksschiff eigentlich so viel Feuer! Schneller sein als ich? Edward! Saarlinge auf. Und der Brite sollen wir ihn versenken? Das ist spanische wir Schiffe. Eine gute Chance. Nein. Wir müssen nicht beeilen. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanonen!
Noch mehr Futter für euch im Anmarsch! Ich bin vollkommen verwirrt gerade. Irgendwie, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir sind noch in irgendeinem Gefecht von anderen. Wenn ich die jetzt abgeschossen bekomme, das wäre so. So. Komm schon, nein! Ich hatte den zweimal im Visier. Hey Jupiter. Oh. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen. Besingen? Sie dürfen nicht auf unsere Deck! Jäger, heute Boden! So. Rauchbombe. Ein frohes und kurzes Leben, wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Na, ist schön, doch. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Ich frage mich, ob wir ihn wirklich hätten töten müssen, aber er hatte ja auch eigentlich Scheiße mit dem Observatorium vorne. Zerstören. Verbrennen würde ich am besten sagen, weil die Templer brauchen ja letztendlich nur das Blut von ihm. Können wir nicht selbst ein bisschen Blut absetzen? Hallo, wir sind fertig. Roberts mit dem Wurfball töten. Ups. Das ist natürlich immer geil, wenn man die optionalen Missionsziele nicht mitbekommt. So, deswegen wusste ich, habe ja eh keinen Wurfball gehabt. Von daher, was hätte ich auch machen sollen? So. Zurück zum Observatorium. Nee. Was ist das denn? Havanna. Achso, Havanna waren wir ja schon. Was machen wir denn jetzt in Havanna? Ich frage mich wirklich noch, worauf es endlich hinausläuft. Ist sie ja nicht der Sperrgebiet? Okay, es ist ein bisschen leer, ne? Ein komplettes Sperrgebiet? Oh, ich freue mich ja. Hallo? Du, ich bräuchte ein paar Sachen von dir. Ich brauche ein bisschen Munition. So, einmal brauche ich noch Rauchbomben. Super. Und dann brauche ich noch ganz viele Wurfpfeile. 75? Ne, 15. Haben nur 75 Dings gekostet. So, und dann... Pistolensets. Habe ich doch alle gekauft. Schwertsets. Da fehlen noch ein paar, aber scheiß drauf. Who cares? Können wir uns nicht einfach... Na okay, jetzt sind wir auch schon in der Nähe. Es ist sehr leer. Es ist ein komplettes Sperrgebiet. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob nicht hier dieser Torres... Ne, heißt der Torres? Dieser Hauptleiter von den Assassinen. Ne, von den Templern. Entschuldigung. Wie sind die Assassinen? Von den Templern. Ob der nicht hier irgendwo ist? Oh, ja, mit der Katze wollte ich jetzt... Die habe ich gar nicht gesehen. Edward, du bist auf eine Katze gelandet. Schäm dich mal. Wir müssen in die andere... Wohin müssen wir denn? Ah, das ist super lustig, weil wir kommen jetzt mit den ganzen Assassinen zusammen, mit denen wir die Templer-Mission schon gemacht haben. Verdorbenes Blut. Ah, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei. Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her.